Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem weiteren Minecraft-Tutorial. Und in dem heutigen Video werde ich euch zeigen, wie man aus einem Höhlenspinn-Spawner eine XP-Farm bauen kann, wo man dann gleichzeitig auch noch Fäden farmen kann und auch Spinnenaugen natürlich. Und die Farm ist halt super einfach zu bauen und ich denke, Spinnen-Spawner oder Höhlenspinn-Spawner ganz speziell sind ja relativ schnell zu finden. Und ich habe die ganze Farm schon mal gebaut in meiner Minecraft-Erklärt-Serie. Allerdings mache ich jetzt nochmal ein richtiges Tutorial dazu, weil ich die Farm ziemlich cool finde. Und ich mache auch öfter so Tutorials, also falls ihr euch für sowas interessiert, Minecraft-Tutorials, so über alles Mögliche, könnt ihr auch gerne abonnieren. Aber ich würde sagen, wir fangen jetzt erstmal direkt mit der Farm an. Und Schritt 1 bei der Farm ist natürlich erstmal so einen Höhlenspinnen-Spawner zu finden. Und der Rest ist eigentlich ziemlich einfach. Ich habe jetzt hier zum Beispiel schon mal einen gefunden. Und alles, was wir dafür jetzt eigentlich nur noch brauchen, sind einmal 3 Halbsteine, dann 3 Falltüren, 3 Druckplatten. Und dann brauchen wir natürlich noch Wasser und irgendwas zum Ausleuchten und halt einen Block, mit dem wir bauen möchten. So, das erste, was wir machen, ist, wir machen erstmal diese ganzen Spinnenweben hier weg. Und ein kleiner Tipp für euch, leuchtet am besten immer direkt aus. Also ich mache es meistens so, dass ich halt immer direkt irgendwas auf den Spinnenspawner draufstelle, damit halt hier nichts spawnt, weil die Spinnen sind halt super ätzend und nervig beim Bauen, gerade im Survival halt. So, und das erste, was wir machen, ist erstmal 4 Blöcke in jede Richtung uns zu bauen. Das bedeutet, hier haben wir schon einen Block, 2 Blöcke, 3 Blöcke und 4 Blöcke. Und das Ganze machen wir jetzt in jede Richtung, also 1, 2, 3, 4. Das bedeutet, hier muss dann eine Mauer hin. Und dann hier auch nochmal 1, 2, 3, 4. Hier kommt eine Mauer hin. Und dann hier in die andere Richtung lassen wir das Ganze erstmal offen. Also in eine Richtung könnt ihr das Ganze erstmal offen lassen. Und dann machen wir das Ganze noch 2 nach unten und am besten 2 nach oben. Und dann werden wir jetzt erstmal diesen ganzen Raum hier quasi aushöhlen. Und ich würde sagen, das mache ich jetzt einmal schnell und dann sehen wir uns gleich wieder. So, wenn ihr den Raum jetzt soweit ausgehoben habt, sollte das in etwa so aussehen. Wie gesagt, zu jeder Richtung einmal 4 Blöcke und wichtig ist, 2 Blöcke nach unten und nach oben ist halt theoretisch egal. So, und dann sucht ihr euch jetzt hier halt eine Seite aus, in der ihr natürlich dann diesen Ort machen wollt, wo ihr die Spinnen tötet. Und ich würde sagen, wir machen jetzt mal in diese Richtung hier. Und das bedeutet, gegenüber davon platzieren wir Wasser an die Wand und da machen wir es immer so, wir platzieren einen in die Ecke. Das können wir hier auch nochmal machen. Und dann lassen wir jeweils einen Block dazwischen frei, einen Block dazwischen frei und dann nochmal einen dazwischen frei. Und dann haben wir hier nämlich insgesamt schön viel Wasser und das Ganze fließt jetzt hier bis zum allerletzten Block. Und hier machen wir es jetzt so, wir gehen nochmal 2 Blöcke in die Wand, wobei das Ganze hier dann 2 Blöcke hoch ist quasi. So, das machen wir natürlich auf der ganzen Länge einmal und dann gehen wir auch nochmal einen Block nach unten. Sieht dann im Endeffekt ungefähr so aus. Dann mache ich hier nochmal das Andesit weg, zack. Und dann machen wir hier noch einmal in diese Ecke hier und in diese Ecke hier Wasser. Und das ganze Wasser wird jetzt dafür sorgen, dass egal wo eine Spinne spawnt, auch wenn es hier hinten ist, dass sie dann durch die Strömung, auch wenn sie hier ist, dann im Endeffekt zur Mitte hier gespült wird. Und hier kommt dann quasi so ein kleiner Sammelort, wo dann die ganzen Spinnen erstmal gesammelt werden. Und dazu platzieren wir hier dann nochmal die Druckplatten hin. So, dann hört nämlich das Wasser auf zu fließen und hier können wir dann so eine kleine Kammer bauen, die dann insgesamt 2x3 Blöcke groß ist. Und hier werden dann halt alle Spinnen hingespült und hier können wir sie dann nachher töten. Das bedeutet, wir bauen hier hinter dann so einen kleinen Raum erstmal, wo dann nachher die Spinnen alle getötet werden können. So, und das Ganze wird so funktionieren, dass das Wasser hier quasi ankommt. Hier platzieren wir dann einmal 3 Halbsteine. Dann wird nämlich das Wasser, was wir hier jetzt platzieren, quasi gegen die Halbsteine fließen. Und was wir dann machen ist, wir platzieren oben auf die Halbsteine drauf nochmal Blöcke und dann noch eine Reihe Blöcke. Und weil es ist nämlich so, dass Höhlenspinnen ja quasi einen halben Block groß sind. Das bedeutet, durch diese Ritze hier würden sie jetzt immer noch durchkommen, weil sie halt so klein sind. Und dafür sind dann eben nochmal die Falltüren, die platzieren wir jetzt nämlich da oben gegen. Und das sorgt jetzt dafür, dass hier quasi der Spalt weniger als einen halben Block groß ist und da können halt auch die Spinnen nicht mehr durch. So, und das ist eigentlich schon die ganze Farm. Was wir jetzt allerdings noch machen können, was vielleicht auch für euch wichtig ist, ist natürlich, dass wir die Items einsammeln. Und zwar können wir das Ganze so machen, dass dann hier quasi eine Kiste ist und da sollen dann halt die ganzen Items rein. Das bedeutet, hier mit Shift und Rechtsklick ein Trichter dahin und das Ganze hier dann nochmal und nochmal. Und das würde jetzt halt dafür sorgen, dass die Items von den Spinnen, die ja hier hinter sind, hinter dem Halbstein, die würden jetzt halt aufgesammelt durch die Trichter und kommen dann hier im Endeffekt in die Kiste rein. So, ich kann hier nochmal kurz ausleuchten. Und dann können wir nämlich mal hier hinten hinfliegen und einmal die ganzen Glowstones wegmachen, damit hier auch Spinnen spawnen können. So, und dann können wir natürlich hier oben das Ding auch nochmal schnell zubauen. Zack, zack, zack. So, damit es hier halt möglichst dunkel ist. Und jetzt seht ihr, die Spinnen werden halt hier hingespült. Und irgendwann sind halt so viele Cave-Spiders oder Höhlenspinnen halt, dass sie sich gegenseitig nochmal hier runterdrücken. Das kann ich euch mal kurz zeigen. Wir holen uns mal hier Cave-Spider-Spawn-Eier, damit das hier ein bisschen schneller geht. So, und da kann ich euch auch mal zeigen, ganz egal wohin wir die Spinnen quasi platzieren, die werden im Endeffekt immer durch die Strömung halt zu diesem mittleren Punkt gespült. Und da stoßen die sich jetzt gegenseitig ab quasi. Und ich kann euch das mal zeigen, hier von der anderen Seite. So, hier wieder ein Block natürlich hin. So. Und da stoßen die sich jetzt gegenseitig quasi ab und dann hier rein im Endeffekt. Und hier würdet ihr dann stehen ganz einfach mit einem Schwert und dann würdet ihr die ganzen Spinnen halt die ganze Zeit töten und würdet halt so XP bekommen und ihr bekommt halt so auch die ganzen Items, ihr seht schon. Und jetzt könnt ihr halt theoretisch hier einfach euch so eine kleine Kammer bauen
und dann hier vielleicht so einbauen oder sowas und dann wartet ihr kurz so ein bisschen, natürlich auf dem Dach vielleicht, dann wartet ihr einfach ein bisschen und wenn ihr halt von der AFK-Tour wieder da seid, könnt ihr halt die ganzen Spinnen töten und bekommt halt so eure Level und das ist halt ziemlich einfach zu bauen insgesamt und eigentlich eine ganz coole Farm auch. Und ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Wenn ihr ein bisschen geschaut habt, schreibt mal Hashtag Höhlenspinne in die Kommentare. Und ansonsten, wie gesagt, würde ich mich über ein Abo freuen. Ich mache öfter solche Tutorials. Und dann, ja, viel Spaß damit, den ganzen Faden zu benutzen für irgendwas. Ich weiß gar nicht mehr, was ich damit machen soll. Noch mit den Spinnenaugen, aber XP ist immer gut. Von daher denke ich, ist das eine ganz coole Farm. Und dann würde ich sagen, wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.